Oh, hallihallo, meine Lieben. Weiter geht's mit Marvel Spider-Man 2. Ja, in der letzten Folge, wir haben ja Lizard endlich besiegt, befreit, wie auch immer. Und jetzt geht's weiter. Wir schwingen uns zur nächsten Hauptmission. Beziehungsweise, würde ich sagen, wir machen eine schnelle Reise, wenn das geht. Glaube ich, ein bisschen einfacher. Das? Nicht? Da geht's aber. Muss ich sagen, wir machen das. Und ja, schauen wir mal. Da hier. Es geht so schnell. Da sind Spider-Bot. Den möchte ich. Hol ihn dir. Da ist er. Danke. Und weiter geht's. Weil wenn wir es schon sehen. Hey, ich habe Neuigkeiten über unsere mysteriösen Bots. Dieser fremde Ping kommt von weit her. Also, wir reden von Millionen von Wow. Meilen. Etwa aus dem All? Nein, wahrscheinlich verschleiern sie ihren Standort. Also. Ja, ich glaube, mit nur ein paar mehr Bots finde ich den Ursprung. Wer immer das ist. Wir Ich will ihnen die Hand müssten schütteln. dorthin. Ich habe immer noch nicht das letzte von Sandman gefunden. Keine Ahnung. Weiß. So. Geh nach Hause. Wie zieht denn eigentlich sein Anzug aus? Das ist die Story, von der ich dir erzählt habe. Ich hätte gerne Sieht deine. Toll aus, MJ. Ich werde sie dann lesen. Warte. Du hast den Anzug noch? Ich dachte, Connors hilft dir raus. Was ist mit Harry? Sorry, hat das Zeit bis morgen? Ich bin so müde vom Eidechsenring. Haben die kein gemeinsames Bett? Danke. Durch die Fenster kann ich nicht raus. Ich muss nach unten. Wo bist du, Peter? Hi, hier ist Peter. Ja. Ach, das reicht. Lass deine Nachricht da. Ich schau hinten. Ihr zwei kommen. Statusmeldung. Mag das dir einfach in mein Haus gehen? Ich komme aus dem Haus. Weg mit dir. Hier wohnt anscheinend nicht nur die Spinne. Es hat einen von uns erwischt. Und ich jetzt auch. Sie bewachen Vorder- und Hintereingang. Vielleicht kann ich durch den Keller entkommen. Gibt's einen Keller? Alter. Bitte nicht quietschen. Oh, danke. Und den bewacht keiner.
Okay. Peters Werkbank. Netzschießer. Oh, perfekt. Hey! Stopp! Sitzt drauf. Das zweite Team. Sie sollen das ganze Haus absuchen. Sie werden jede Sekunde hier sein. Ich muss schnell weg. Wo ist der Peter hingegangen? Und ganz ehrlich. Sie können mit ihren Netzschüssen jagen. Er ist die nächste Straße lang. Ja, drei. Bereich sichern, falls er zurückkommt. Wenn ich Piet nicht vor ihnen finde. Wenn jemand neugierig wird, einfach umlegen. Hol Piet ein. Wie? Wie soll ich ihn einholen, bitte, wenn ich zu Fuß unterwegs bin? Das ist ja witzig. Lustig. So, die Frage. Bleib stehen. Danke. Am nächsten. Perfekt. Zurück. Jäger verletzt. Sie ist da drüben. So knapp. Ich verstehe halt nicht, was die da bewachen die ganze Zeit. Weil, ganz ehrlich. Wenn er weg ist, ist er weg. Peter ist in Richtung der nächsten Straße. Vielleicht komme ich durch. Wer hat J2 erwischt? Wissen wir nicht. Bleibt in euren Bereichen. Falls wir was im Haus finden, melde ich mich. Ich überprüfe das. Was? So. Was wird denn das raus eigentlich? Hey, was ist da draußen los? Was bildest du dir ein? Er ist unterwegs zur Baustelle. Peter eskaliert komplett. Das ist da vorne auf dieser neuen Baustelle. Falls er zurückkommt, denkt dran, ihm nicht mehr als zwei Bolzen reinzujagen. Er verändert sich. Vielleicht brauchen wir mehr. Zwei Bolzen. Eskaliert komplett. Spinne ist nicht allein. Dieses Miststück aus dem Zoo hilft ihm. Desto aufregender finde ich es. Jetzt ist alles unerwartet, ungeplant, wild. Eine echte Jagd. Darauf habe ich so lange gewartet. Erstes Haus sauber. Checke zweites Haus.
zurück. Ah, das ist schon cool mit dem Netzschießer auf der Waffe. Das macht Spaß. Ich glaube, Pete ist da lang. Der ist einfach komplett fertig. Der Hammer. Vielleicht sollten wir für Lärm sorgen und jeden hier aufwecken, um die Spinne aufzuhalten. Ah! Das wäre Wahnsinn. Aber spaßig. Wir verlieren sowieso Zeit. Die Spinne bewegt sich weiter. Er kann nicht ewig weglaufen. Was höre ich denn da? So, jetzt können wir weitergehen. Ich hoffe, Pete ist noch dahinter. Team 5, vorrücken! Alle anderen bleiben auf ihrer Position! Komm ich zu dem Haus? Meine Jäger, die ganze Nacht lang hat diese Frau euch verfolgt, während ihr die Spinne gesucht habt. Wenn ihr ihn findet, ist sie garantiert in der Nähe. Ja. Bringt alle beide zu mir. Die Rothaarige hat echt Nerven. Hatte im Zug etwas Glück und glaubt jetzt, sie könnte uns alle aufhalten. Es ist ein Fehler. Geht da rauf. Noch Ebenen. Gehen. Probier es mal. Ich hab gar nicht gefunden. Ich sehe nach, was das war. Hier ist niemand. Ich seh's mir an. Kommt der jetzt runter oder nicht? Jemand dezimiert uns. Wer wohl? Ist noch einer. Hier wurde jemand angegriffen. Wie läuft man so schön rein? Danke. Das ist nett. Da sind noch zwei. Ah. Ich hätte vielleicht warten sollen, wenn umschmeißen. Was ist mit dem da? Geht's euch doch um? Ich hab was gehört. Kopflos. Peter, du musst unbedingt mit.
dir! Hinterher! Sorry, bin spät dran. Was ist mit Pete los? Nö. Er ist nicht er selbst. Komplett aus. Ich glaube, es hat etwas mit dem Anzug zu tun. Es ist ein sogenannter Symbiont und ein Alien. Was? Also, er trägt ein Alien? Hilf ihm einfach, Miles. Bitte. Schon dabei, MJ. Bin dran. Wie ist er? Ich hab einen Gullideckel auf mich geworfen. Auf dich? Bist du sicher? Ziemlich sicher. Er hat vor dem Queensboro-Tunnel angehalten. Da sind überall Jäger. Ich bin dahin unterwegs. Lass die Jäger ihn nicht wieder davonjagen. Geht klar. Gib ihm, gib ihm! Ja, was geht? Was ist denn los? Rede mit mir! Ich fand vorhin schon, dass er komisch ist. Aber das ist etwas völlig anderes. Als wäre er gar nicht da. Schlag an! Über uns! Die Spinne! Wow, wow! Was ist nicht los? Spider-Man! Ich bin's! Weißt du noch? Jetzt komm endlich zu dir. Wie soll ich meinen College-Aufsatz ohne meinen Lieblingslehrer beenden? Ah, jetzt hab ich mich abgehört. Big Peter! Er ist wütend und er hört mir absolut nicht zu. Dann müssen wir wohl was anderes probieren. Ich bin offen für Vorschläge. Jetzt hab ich dich. Komm. Wie viele noch? Miles, du musst Pete und mich im Tunnel einsperren. Was? Wenn ich mit ihm allein rede, kann ich ihn bestimmt da rausholen. MJ, ich weiß nicht, ob... Jetzt, Miles! Oh Mann! Das kann ich mir nicht vorstellen. MJ! MJ, geht's dir gut? Ja. Ich seh Pete nicht. Warte mal. Warte! Ich will doch nur reden! Pete, beruhig dich. Hallo. Blick ist plötzlich. Ich will dir nicht wehtun! Wo willst du hin? Bleib stehen! Was schlagt wieder da ein? Verdammt. Pete? Thank you.
Zauberin, Peter. Ganz bestimmt. Oh. Gib ihm. Ja, keine Raketen öffnen. Setzt jetzt die letzten zwei. Wow! Ja. Wehtun. Mach's einfach. Lass mich in Ruhe! Ey! Alter. Da! Das ist mein Ausgang! Weg, 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 weg!
dir läuft's besser als bei mir, Niles. Eher nicht. Wir haben den Tunnel abgesucht. Er ist weg. Vorerst. Aber er wird bald zu mir kommen. Wieso habe ich auf einer Parkbank geschlafen? Warum fühle ich mich, als hätte ich super geschlafen? Die Träume waren schräg. Noch eine Nachricht von Harry. Pete? Ich brauche dringend diesen Anzug zurück. Dad arbeitet an einer neuen Heilung, aber ich weiß nicht. Bring ihn her. Bitte. Wo ist sie? Eine Bugle-Meldung. MJs neuer Artikel. Sie hat nicht gewartet, bis ich ihn lese? Ah, ich hab's gesehen. Hey! So, dann gleich ab zur nächsten Mission, die zwei. Na, wo müssen wir hin? Rauf? Na, nicht darauf. Darauf. Mit Spider-Man los, sehr Spider-Man unter dem Falschen, das ist nicht mehr. MJ, was machst du da? Naja, du eskalierst komplett. Sieht nicht mehr gut aus. Hey Kumpel, wie fühlst du dich? Ich brauche den Anzug. Pete! Was weißt du noch von gestern Abend? Ah, nur noch, dass ich müde war. Pete! Du bist nicht du selbst. Der Anzug verändert dich. Durch den Anzug bin ich noch am Leben. Ja, ziemlich toll, nicht wahr? Warum wirfst du nicht ein paar Pillen ein und sagst, was du wirklich meinst? Hey, lass das! Ich reiß mir den Arsch auf, um dich zu retten. Und das ist der Dank? Ich sagte, lass das! Ich habe deine Story gesehen. Ich wollte es dir erzählen. Hast du aber nicht, oder? Ich brauche diesen Job, Pete. Dein Job ist es, die Wahrheit zu schreiben. Hab ich. Die Wahrheit ist, ich bin hier der Held, nicht du. Okay. Okay.
Wie war dein Besuch bei Harry? Keine Sorge, Harry geht's bald besser. Danke. Dass du sein Freund bist. Ich habe euch zusammen aufwachsen sehen. Du bist wie ein Sohn für mich. Ich bin so stolz auf den Mann, der du geworden bist. Danke, Mr. Osborn. Ich muss los. Ja. Ja, bestens. Geh. Bitte. Harry. Ich sagte, geh! Jede Menge Arbeit. Und wie immer muss ich wohl alles selbst machen. Ach, red doch nicht so ein Blödsinn. Du eskalierst einfach nur. Peter, wo ist Miles? Er ist gestern nicht nach Hause gekommen und geht nicht an sein Handy. Ach. Hallo? Ich bin in meinem Büro. Sag ihm, er soll sofort zu mir kommen. Warum kann keiner auf sich selbst aufpassen? Immer muss ich helfen. Deswegen. Und da fliegen wir schon wieder. Weiter geht's. Nächste Hauptmission. Oder vorankommen, ich will wissen, wie es weitergeht. Passiert. Nein, es geht ihm sicher gut. Aber rufst du mich an, wenn du ihn siehst? Danke, Theo. Miles! Ich hab dich angerufen. Stundenlang. Nichts. Du weißt doch, dass Miles hinter Lee her ist. Ich finde ihn. Ich ruf die Krankenhäuser. Ich sag doch, ich finde ihn. Ich habe alles unter Kontrolle. Miles redet nur noch davon, ein besserer Spider-Man zu sein. Nicht von der Schule oder seinen Freunden. Wie er dir helfen kann. Los, hilf ihm. Ja, fällt dir das nicht auf? Dann erwähnen. Mich hierher. Oh. Die legen hier echt Wert auf Sicherheit. Wie komme ich da jetzt runter?
bei den anderen. Hat geklappt. Jetzt muss ich die anderen blockieren. So. Ah. Jetzt ist ein kleiner Weg frei. Hallo? Wäre alles eingesperrt. Waren das alles Gefangene? Da. Lee? Er war hier? Ja. Hört ihr so? Hoch und rüber. Er war das, der mich ausgenockt hat. Und was ist mit Peter und MJ? Hallo. Immer, oder? Nee. Nicht. Nicht das Rosten. Okay, Voskop-Technologie. Was wollen die denn damit? Wieso haben die das? Hallo. Nicht die Jäger. Craven mich hier einsperren. Weiß nicht so. Genki, ich brauch dich, Mann. Was ist das? Ich muss hier schnell raus. Ja. Die Generatoren. Treiben wohl die Ventilatoren an. Besser, aber es reicht doch nicht. Ich muss die anderen einschalten. Geht doch. Na bitte. Einer noch. Wo ist der? Aus zu sein. Wisst ihr, wo der Ausgang ist? Du hast recht. Die Kleinen sind die schnellsten. Du wirst hier nie rauskommen. Das Gefühl habe ich langsam auch. Das glaube ich nicht. Kleine Spinner.
Au! Okay, Ohr. Euer Bot zieht hier ja echt alle Register. Ah, das war jetzt klar, oder? Ich meine, ganz ehrlich. Alles nochmal! Okay. Weg mit dir. Was ist denn jetzt los? Hier gefällt es mir nicht. Ziel auf das. Wozu diese ganzen Fallen? Um dich zu testen, kleine So, was haben wir? Ich schieße! Du schießt. Ah! Das hält! Mich liegt ewig an! Weg da! Das Feuer! Ja, na klar. Nicht zu dir. Au! Danke. Und das war's. Das waren alle. Es muss doch einen Weg hier raus geben. Es klang, als würden sie auf mich warten. Ja, die warten ja auf dich. Die Tür fällt aus. Ich muss woanders landen. Warte. Das nimmt gar kein Ende. Was, wenn die Jäger wissen, wer ich bin? Ja. Wenn sie meine Maske abgenommen haben. Was wenn? Wohin? Genki, kannst du mich hören? Bitte. Haben sie ihn erwischt? Haben sie Mom? Ist der, wo ich hin muss? Ah. Oben. Craven sagt, er will oben noch mehr Fangdrohnen. Er scheint seinen Spaß zu haben. Er spielt doch sonst nicht so lange mit seinem Fang. Das macht so Bock. Oh, mehr Jäger. Craven scheint zu glauben, dass er derjenige ist. Ob er recht hat. Stopp ihn, bevor er entkommt! Dein Leben gehört jetzt Craven! Es gibt kein Entkommen! Er ist da oben! Danke! War's, oder? Also, leicht nur. Was? Jede Nacht träume ich von meinem letzten Moment. Mein Körper liegt unter dem Himmel meiner Vorfahren.
Oder halt den Symbiont haben. Dass durch ihr Scheitern gedüngt wurde, während das Feuer meinen Leichnam verzerrt. Danke. Die Pistole. Achso, die ist gerade aufgekommen. Immer nicht Beamer, oder? Nach Ausgang aus. Ich muss wissen, warum Craven mich hergebracht hat. Erstmal raus hier und Spider-Man anrufen. Falls er okay ist. Natürlich ist nichts, sah noch nie so gut aus. Das wollte ich doch nicht. Okay. Was geht hier ab? Das ist... Okay. Die haben auf mich gewartet. Oh, das ist nichts Schlimmes. Warum bin ich da? Es gibt keinen Kampf. Ich hab's versucht. Ich hab dich früher erwartet. Was ist mit dem Elan der Jugend? Hm? Kämpft bis zum Tod oder sterbt hier gemeinsam. Wie viele Menschen haben Sie getötet, bevor ich herkam? Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich will uns allein dafür bespringen. Ich bin es leid, gegen Schwächlinge zu kämpfen. Beweise, dass du meines Lebens würdig bist. Ich verstehe, dass du mich umbringen willst. Aber das kann ich nicht zulassen. Au. Warum hätten sie es verdient zu leben? Ich werde nicht als der Mann sterben, der ich war. Du bist stärker, als du aussiehst, Kleider. Sie kommen nicht einfach davon. Die inneren Dämonen, der Teufelsatem, der Bombenanschlag auf das Rathaus. Erzähl dir nichts von meinen Sünden. Ich weiß, was ich getan habe. Sie haben keine Ahnung. Aber unterschätze niemals deinen Gegner. Hat Frank die hergebracht? Oder sind sie freiwillig hier? Spar dir deine Überheblichkeit. Wir sind beide in dieser Arena. Die Zeit im Gefängnis hat wohl nichts geändert. Du liegst falsch. Gut, immer. Er erwäsche, was in dir spielt. Und du in ihm.
zeig mir mehr! Komm schon! Nur eine Chance! Ja, cool. Du wirst mich nie besiegen! Spider-Man tötet nicht! Diesen hier kennen sie noch nicht. Weg! Was ist denn jetzt? Oh. Sorry, Kleiner. Soll ich denn da durchkommen? Ich angriff mal. Ah, okay. Ich fühle mich. Komisch. Hat er mein Venom ausgeschaltet? Bereut ihr eigentlich irgendeine ihrer Taten? Was auch immer ich dir angetan habe, es war nichts Persönliches. Für sie sicherlich nicht. Was willst du? Eine Entschuldigung? Wenn sie auch nur die Hälfte meines Schmerzes spüren würden. Halt still. Ich mach's kurz. Sie still. Ja. Jetzt habe ich dich. Oh. Aber das ist ja. Nein! Mein Venom funktioniert nicht! Aber jetzt komme ich nicht. Meine Schmerzen spüren würden. Wo ist deine Bestie?
Ja, das ist deine Schwäche. Komm schon, nur eine Chance. Das war nichts. Es musste sein. Ah. Was ja, will ich sehen. Eine Entschuldigung! Wenn Sie auch nur die Hälfte meines Schmerzes spüren würden! Komm! Wow! Er freut sich um meinen Hals noch. Jetzt macht er wieder so einen. Die negative Energie wird für Taten! Behalte ihn gut im Blick, Spinne. Er spielt deine Kräfte. Mist, zu langsam. Er ist schnell. Das ist deine Schwäche. Die negative Energie ist weg. Meine Kräfte sind zurück. So, jetzt zeig uns deine ganze Kraft. Ich will dich nicht töten müssen. Wow, vielleicht haben sie sich doch geändert. Ja, das ist es. Wow. Jetzt mach das nochmal. Ach komm. Das wird das letzte Mal sein, dass sie jemanden verletzen. Erbärmlich. Wenigstens steckt hinter der Maske des anderen Spider-Man ein Mann. Sie wissen überhaupt nichts über mich. Ja, mein Venom geht wieder. Er hat keine Macht. Jetzt habe ich dich, aber. Machen wir das auf meine Art. Wo sind? Oh Mann. Das bist du. Nee, okay. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin gerade nicht wirklich hier. Nichts davon ist echt. Was könnte realer sein als Angst? Hä? Was machen Sie mit mir? Ich blicke in deine Seele. Ich sehe einen Jungen, der Angst hat, allein zu sein. Habe ich aber nicht. Familie zu enttäuschen. Rede
zerbricht. Selbst Spider-Man. Es geht nur darum, das Limit zu finden. Und ich habe alle Zeit der Welt, um in dir herumzuwühlen. Ja, was soll ich jetzt machen? Raus aus meinem Kopf, Mann! Raus aus deinem Kopf. Aber hier drin gibt's so viel zu sehen. So viel Angst. So viel Schmerz. So viel Zweifel. Ich höre gar nicht zu. Du bist stark. Aber niemand ist stärker als man selbst. Wow! Gerade noch drückt. Ich habe versucht, dir was beizubringen, einen Helden aus dir zu machen. Klar, dass du hier nicht ankommst, aber du bist deine einzige Enttäuschung. Du bringst Leute in Gefahr. Das ist nicht Spider-Man. Spider-Man hilft Leuten. Du verletzt sie nur. Das ist nicht wahr. Hey, wow. Das ist jetzt nicht an mir aus. Hast ja nicht mal mich enttäuscht. Sondern so, du heißt also Miles. Wer bist du wirklich? Miles. Kommen Sie runter, Lee! Graben wir tiefer. Kämpfen Sie mit mir! Sie wollen das beenden? Dann kämpfen wir! Ja, aber normal kämpfen, bitte. Was zur Hölle, Miles? Ich weiß, dass Sie es sind, Lee! Ja, klar bin ich das. Ich bin immer für dich da. Ich tue alles für dich. Ich höre nicht zu. Ja, das überrascht mich nicht. Du interessierst dich ja nur für dich selbst, nicht wahr? Du kannst immer nur nehmen. Du bringst mich in Gefahr. Du bringst Haley in Gefahr. Und wofür? Was haben ja, lass sie nicht fertig machen mit deswegen. Ich weiß es. Wir werden komm zurückgelassen. Sonst gar nichts. Oder wir enden wie Finn. Genki! Ich hab zwar gesagt, du konntest nichts dafür, aber ich hatte wohl einfach Mitleid. Du solltest dich nicht verantwortlich fühlen. Besonders nachdem... Nicht! Besonders nachdem dein Vater... Sag still! Du entscheidest, wann das endet. Riecht ihn halt einfach nur auf, ne? Später lässt er mich rein. Und bis dahin... Leide. Wo bist du? Wehe. Ich bin hier, aber... Ich ertrage das nicht mehr, Miles. Du bist nie da. Immer in Gefahr. Ich weiß. Du wirst dich noch umbringen. Nein. Ruhig nicht. Was dann? Du kannst nicht gewinnen, Miles. Oh ja. Ich hätte dir das nie erlauben dürfen. Am Ende wirst du mich alleine lassen. Mich in Gefahr bringen. Nein! Ich werde dich beschützen! Versprochen! Den Satz kenne ich. Wirklich? Nicht von dir. An dem Tag, als er starb. Wow! Dein Vater sagte mir an diesem Morgen noch, dass alles, was er tut... Nein! Nein, nein, nein! Miles, bitte! Ich liebe dich! Das reicht nie! Miles! Ich sagte, das reicht! Du hast recht. Das reicht vollkommen. Ich habe alles, was ich brauche. Schluss damit! Dad. Hallo, mein Großer. Ist das schön, dich zu sehen. Hat sich viel getan, seit ich weg bin. Du bist jetzt ein richtiger Held. Aber ich konnte dich nicht retten. Oder Finn. Wenn Spider-Man nicht alle beschützen kann. Ja, dann.
Ach komm schon. Du bist mehr als nur Spider-Man. Du kannst dich hinter der Maske verstecken. Aber ich weiß, wer du bist. Und für was du stehst. Ich hab dich beobachtet. Wirklich? Und es tut weh. Was ist aus meinem Jungen geworden? Was? Du bist ein Feigling. Ein Schandfleck für die Familie. Das meinst du nicht so! Oh doch. Tun wir alle. Na. Du bist ein Versager, Max. Das wird sich nie ändern. Nein! Das wolltest du nie sagen! Keiner von euch! Ich bin Zeit nicht! Zeit aufzugeben. Gib auf, Miles. Nein! Nie. Gib auf! Wir geben nie auf. Da ist er ja. Na komm. Miles. Nein. Ich höre nicht mehr auf sie. Mein Dad zu verlieren. Das hält mich nicht zurück. Ich selbst habe das getan. Das war wichtig. Aber damit ist Schluss. Mach schon. Bitte. Finden Sie Spider-Man, wenn Sie draußen sind. Lass sie nicht entkommen! Nein. Na so. Na gut, meine Lieben, dann war's das für die Folge. Das geht eh schon so lang. Und wir sehen uns bei der nächsten. Hey, Mr. Negative und wurde angeblich beim Ja. Ich hoffe, es geht so spannend weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.